Willkommen zum neuen FPÖ-TV-Magazin. Wir informieren heute über Folgendes. Die elektronische Gesundheitsakte. Wer künftig über ihre Krankheiten Bescheid weiß. Zuerst Österreich, dann die EU. Die Freiheitlichen kämpfen in Brüssel für rot-weiß-rote Interessen. Deutsch als Pausensprache wollen die steirischen Jungfreiheitlichen in den Schulen durchsetzen. Am 1. Jänner 2014 hat Österreich wieder einen Schritt weiter in Richtung Orwellscher Überwachungsstaat getan. Diesmal dringt der Staat in einen sehr sensiblen Bereich des Lebens ein, nämlich in den Gesundheitsbereich. Mit ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte, werden künftig alle Gesundheitsdaten elektronisch und zentral erfasst. Warum nicht nur Ärzte auf ihre Daten zugreifen können, sondern möglicherweise auch ihr Arbeitgeber künftig weiß, welche Krankheiten sie haben, hat FPÖ-TV für sie recherchiert. Über das Internet lässt sich im digitalen Zeitalter vieles über Menschen herausfinden. Durch moderne Kommunikation geben wir unzählige Informationen über uns preis, wissen aber letztlich kaum, was mit den Daten passiert. Mit jedem Stück mehr Information geben wir also mehr Kontrolle über uns ab. Der gläserne Mensch ist längst schon keine Zukunftsfantasie mehr. Seit Anfang des Jahres geht der Staat auf großen Datenfang und dringt, gesetzlich gedeckt, in den höchstpersönlichen Lebensbereich jedes Bürgers ein. Mit ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte, müssen nämlich ab sofort sämtliche Patientendaten online gespeichert werden und können so jederzeit und überall von Gesundheitsdienstanbietern eingesehen werden. Gesundheitsdienstanbieter, das sind Ärzte, Apotheker und Pflegekräfte. Laut Gesetz sind das aber auch Auftraggeber und Dienstleister, deren regelmäßige Verwendung von Gesundheitsdaten Bestandteil ihrer Erwerbstätigkeit, ihres Betriebszweckes oder ihres Dienstleistungsangebots ist. Konkret heißt das, die in ELGA gespeicherten Medikamente, Arztbefunde und Röntgenbilder sind für staatliche Behörden wie das AMS, für Versicherungsmakler und für den Firmenchef genauso interessant. Dass unter der Hand möglicherweise diese Daten einen sehr regen Verkehr haben werden und dass zum Beispiel der Betriebsarzt, der ja oft nur nebenberuflich tätig ist, dann unter der Hand, zwar rechtswidrig, aber doch technisch möglich, kurz nachschaut, ob nicht dieser eine Bewerber vielleicht doch besondere Einträge in ELGA hat, das können wir nach dem heutigen Stand nicht ausschließen. Was nur wenige wissen, lange Zeit hat die NSA-nahe Firma Computer Service Corporation an der Einrichtung des Patientenindex für ELGA mitgearbeitet. Zu befürchten sind also weniger Hackerangriffe von Außenstehenden, sondern ganz legale Zugriffe durch Ämter und Behörden in und außerhalb Österreichs. Damit ist jeder Bürger noch leichter kontrollier- und steuerbar. Dass Patientendaten missbräuchlich verwendet werden könnten, ruft auch Österreichs Ärzteschaft auf den Plan. Der österreichische Hausärzteverband warnt vor einem massiven Datenmissbrauch. Bis zu 100.000 Menschen hätten direkten Zugriff auf die Gesundheitsdaten, die so leicht in falsche Hände geraten könnten. Wir können nicht mehr garantieren, dass Informationen zwischen Arzt und Patient nicht an Institutionen gelangen, die es eigentlich nicht haben sollten. Die Ärzte sorgen sich aber auch um den bürokratischen und zeitlichen Mehraufwand, den ELGA mit sich bringt. Kassenärzte haben wenig Zeit und müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Patienten behandeln und haben nicht die Zeit, jetzt in Daten zu wühlen, die wir gar nicht brauchen, weil sie eventuell alte Daten sind oder Fehlbefunde sind. Um ELGA zu entkommen, muss man sich abmelden, denn jeder Österreicher mit Sozialversicherung ist automatisch darin erfasst. Das ist aber gar nicht so einfach, denn das Abmeldeformular gibt es offiziell nur im Internet. Direkt online kann man sich aber auch nur mit Bürgerkarte oder Handysignatur abmelden. Dinge, die fast niemand hat. Die Widerspruchsstelle ist eine Postfachadresse in Wien und Ombudsstellen in den Bundesländern kommen erst im Herbst. Die Opfer des Parlamentarischen Gesundheitsausschusses und FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakovic-Jenewein hat sich trotz der vermutlich absichtlich eingebauten Hürden abgemeldet und erklärt, wie es funktioniert. Man braucht relativ lang, bis man sozusagen diesen Link gefunden hat, bis man da dreimal weitergeschalten wird. Und dann zum Schluss ist ein wirkliches Kuriosum. Jeder, der im Internet vertraut ist, der schon Online-Bestellungen bei Geschäften oder sonstiges gemacht hat, weiß, wenn ich also hier ein vorgefertigtes Formular habe, drücke ich normalerweise auf Senden. In dem Fall ist es nicht so. Ich muss dieses Formular in eine PDF-Datei umwandeln, diese ausdrucken, dann wieder einscannen und eine angegebene E-Mail-Adresse schicken. Also viel komplizierter geht es nicht mehr.
Zehntausende haben sich bereits abgemeldet, noch mehr wollen das tun. Somit ist das milliardenteure Prestigeprojekt von SPÖ-Gesundheitsminister Alois Stöger bereits wenige Tage nach Einführung gescheitert. Niemand will freiwillig zum gläsernen Patienten werden und dem Staat seine Gesundheitsdaten auf dem Silbertablett servieren. Sollen wirklich effiziente Einsparungen im Gesundheitsbereich getroffen werden, wie es die Elga-Befürworter vorhatten, könnte man, ohne in den Lebensbereich der Menschen eingreifen zu müssen, die 22 Krankenkassen zusammenlegen oder ein Foto auf der E-Card anbringen, um den Missbrauch durch Mehrfachverwendung abzustellen. FPÖ-Obmann Hatzi Stracher hat Ende letzter Woche die freiheitlichen Kandidaten für die EU-Wahl am 25. Mai präsentiert. Der derzeitige Delegationsleiter Andreas Mölzer und Generalsekretär Harald Wilimski bilden eine Doppelspitze. Auf weiteren aussichtsreichen Plätzen finden sich EU-Mandatar Franz Obermeier, der steirische Klubobmann Georg Mayer und die Wiener Landtagsabgeordnete Barbara Kappel. Die Botschaft der Freiheitlichen: zuerst Österreich, dann die EU. Trotzdem ist es von ungeheurer Bedeutung, die Freiheitlichen auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament zu stärken. Denn immer mehr wird in Brüssel über die Nationalstaaten hinweg geregelt und entschieden. Ein Umstand, den die FPÖ vehement kritisiert und der für den neuen Mann in der Doppelspitze ein Auftrag ist. Einen Beitrag zu leisten, hier eine Renationalisierung von Kompetenzen zu erreichen, die Souveränität wieder hier auf unser österreichisches Territorium zurückzubringen und nicht länger einen Weg der supranationalen Bestimmung weiter voranzutreiben. Ich gehe dorthin, wenn als rot-weiß-roter Politiker, als Österreich-Politiker und mit Sicherheit nicht als EU-Politiker. Ich möchte dorthin gehen mit den Worten: es reicht. Mit 13% und zwei Mandataren aus 2009 startet die FPÖ in den Wahlkampf, in dem vieles möglich erscheint, bis hin zu 5 Mandaten und Platz 1. Denn das EU-kritische Spektrum war mit 35% schon damals viel größer. Diese 35% sind in der Tat auf dem Markt und es wird an unserer Leistung, an unserer Überzeugungskraft liegen, aus diesem Potenzial möglichst große Kraft herauszuholen, abzuschöpfen, um eben diese Liebe zu Europa, zum wahren Europa, zum wirklichen Europa, der kulturellen und nationalen Vielfalt, zum Europa der selbstbestimmten Völker, der autonomen Regionen, der auch autonomen Minderheiten, zu einem Europa, in dem ethnisch-kulturelle Vielfalt die wahre Stärke, den wahren Geist darstellt, um ein solches Europa zu mobilisieren. Ein Ziel, das, betont auch der Parteiobmann, nur mit der FPÖ zu erreichen sein wird. Wenn man die rot-weiß-roten Interessen auf europäischer Ebene stärken will, dann wird das nur mit der Freiheitlichen Partei gelingen. Und da ist eine Kontinuität gegeben, wo andere Parteien, und das wissen die Österreicherinnen und Österreicher heute, durchaus ja, oftmals Flugsand sind. Die EU-Wahl wird natürlich auch im Mittelpunkt des freiheitlichen Neujahrstreffens stehen, das am nächsten Samstag in der Pyramide Vösendorf stattfindet. Und ich hoffe, auch viele FPÖ-TV-Seher in Vösendorf begrüßen zu können. Um 11 Uhr geht's los. Wir sind mit einem eigenen Stand dabei. Heute präsentieren wir euch erstmals die Schlagzeilen der Woche als neues Element des FPÖ-TV-Magazins. Jede Woche wird ab sofort ein freiheitlicher Spitzenpolitiker zu 3 aktuellen Themen Stellung nehmen, die in den Medien Niederschlag gefunden haben. Heute ist das Generalsekretär Harald Wilimski. Die EU legt einen Leitfaden gegen Sozialtourismus vor, will aber gleichzeitig jene Länder bestrafen, die diesen Sozialtourismus nicht zulassen. Also die Europäische Union ruiniert sich gerade selbst. Die Länder, die dagegen kämpfen, dass sie vom Sozialtourismus ausgenutzt werden, sollen mit hohen Strafforderungen belegt werden. Und die einzige Antwort, die die Europäische Union sonst noch darauf hat, ist, dass hier mit Leitlinien versucht wird, die Länder in die Pflicht zu nehmen. Faktum ist, die Europäische Union hat mit der Sozialpolitik der Länder nichts zu tun und soll sich da gefälligst heraushalten. Gerade erst beim ORF in Pension gegangen, hat Zeit im Bild-Moderator Eugen Freund einen neuen Job. EU-Spitzenkandidat der SPÖ. Für mich ist das schon ein medienpolitischer Skandal, der zeigt, wie verwoben eigentlich die Kanzlerpartei, die SPÖ, mit dem Königlberg, dem ORF auf der anderen Seite ist, dass man quasi hier direkt vom Zeit im Bild-Moderator zum EU-Spitzenkandidaten der SPÖ sich entwickeln kann, wirft schon sehr viele Fragen auf und ist aus meiner Sicht nur ein weiteres Beispiel dafür, dass die Bezeichnung Rotfunk für den ORF eigentlich eine goldrichtige Bezeichnung ist.
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer stört der von der FPÖ veranstaltete Wiener Akademikerball am 24. Jänner in der Hofburg. Also die Frau Präsidentin soll sich darum kümmern, dass die Mandatare ihre Redezeiten einhalten und dass das Haus renoviert wird. Da hat sie überhaupt nicht mitzureden, wo die drittstärkste Partei, nämlich die Freiheitliche Partei, einen Ball abhält. Und wenn sie schon hier Vorgaben in Richtung anderer Parteien macht, dann soll sie sich selbst einmal an der Nase nehmen. Sie hat ihren 60-jährigen Geburtstag im Hohen Haus gefeiert und da ist auch zu klären, wer da die Kosten dafür übernommen hat. Der Ring Freiheitlicher Jugend Steiermark will Deutsch als Pausensprache an steirischen Schulen einführen und stellt eine entsprechende Kampagne vor. Damit soll auf den stetig steigenden Anteil von Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache an steirischen Volksschulen reagiert werden. Für exakt 7050 steirische Schüler, das sind 17% aller Volksschüler, ist Deutsch nicht die Muttersprache, sondern eine Fremd- bzw. Zweitsprache. In anderen Bundesländern sind die Zahlen noch deutlicher. Wien mit 54% und Vorarlberg mit 28% sind die beiden Bundesländer, die in ihren Schulen den höchsten Migrantenanteil aufweisen. Aufgrund der verfehlten Zuwanderungspolitik in den vergangenen Jahren hat sich in vielen Teilen Österreichs Deutsch zur Fremdsprache entwickelt. Auch an den Schulen wird immer weniger Deutsch gesprochen. Diesen erschreckenden Umstand hat die Freiheitliche Jugend aus der Steiermark zum Anlass genommen, Deutsch als Pausensprache verpflichtend für die steirischen Schulen zu fordern. Und zwar ist vor 2 Wochen hat unser Landtagsclub eine Anfragebeantwortung erhalten vom Bildungslandesrat Schickhofer, aus der hervorgeht, dass wir teilweise Schulen in der Steiermark haben, wo bis zu 90% der Schüler nicht deutscher Muttersprache sind. Das heißt, für diese Schüler ist Deutsch eine Zweit- oder Fremdsprache. Und da sagen wir ganz klar, das ist eine Situation, die Ausmaße erlebt, wo Integration nicht mehr funktionieren kann, wo unsere steirischen Schüler auf der Strecke bleiben. Für den steirischen RFJ-Obmann steht fest, dass durch die Verwendung einer gemeinsamen Sprache das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird und nur so die Bildung von Parallelgesellschaften vermieden werden kann. Die Verwendung der deutschen Sprache in den Schulpausen ist eine ideale Möglichkeit, die Sprachdefizite von Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache entscheidend zu verbessern. Auch an die Umsetzung wurde gedacht. Wir stellen uns vor, dass das Land Steiermark Mustervereinbarungen erstellt und an die Schulen weitergibt, die das dann in die jeweiligen Schulordnungen aufnehmen, damit die Lehrer auch eine Handhabe haben und einen Verstoß sanktionieren können. Von zentraler Bedeutung ist es, dass Schüler das Recht haben zu wissen, was über sie gesprochen wird. Doch immer mehr Jugendliche berichten von Problemen, wenn nicht Deutsch gesprochen wird. Ich komme aus dem Bezirk Murau, genauer gesagt aus Stadl an der Mur. Eigentlich ist es ein kleiner, überschaubarer Ort. Aber in den letzten Jahren merke ich einfach schon verstärkt, dass immer mehr Kinder in den Volksschulen bzw. auch schon in Hauptschulen sind, die was einfach nicht mehr Deutsch als Muttersprache haben. Als Einzelperson ist es natürlich sehr unangenehm, wenn man in einer Gruppe steht und die Personen dann eben nicht auf Deutsch sprechen und man das Gefühl hat, dass sie sich über einen lustig machen. Und darum ist es so wichtig, besonders für junge Kinder, ich bin damit klargekommen, besonders für junge Kinder, dass die Mitschüler Deutsch können, denn dann können sie sich unterhalten und dann kann sich eine Gemeinschaft gründen. Ich kann auch erzählen von meiner Schwester, die geht zurzeit in die HAK in Wiener Neustadt. Die haben einen Ausländeranteil von 80% in der Klasse und sie sagt da selber, sie fühlt sich einfach total belästigt, beziehungsweise weiß gar nicht, was die über sie reden zum Beispiel. Ne? Also man weiß das überhaupt nicht. Es bleibt zu hoffen, dass es endlich zu einem Umdenkprozess kommt und auch die Politik die Sorgen der österreichischen Jugendlichen ernst nimmt. Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Das nächste Magazin seht ihr wie gewohnt nächsten Donnerstag ab 11 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen.